Hallo und willkommen zurück zu Rolling Hills mit eurer Eule. Wir müssen Dinge über ein Kochbuch rausfinden. Ja, das machen wir zuerst. Zutaten einkaufen können wir auch später noch. Oh, eine Dose. Hallo Maya. Achso, das Kochbuch. Wo das WLAN gibt es also auch. Du zeigst Maya das alte Kochbuch. So eine Sprache habe ich noch nie gesehen. Aber ich weiß genau, was wir machen können. Ich habe gerade einen Artikel über algorithmische Mustererkennung gelesen. Mit der richtigen Ausrüstung könnte ich ein Programm trainieren, um die neue Sprache zu entschlüsseln. Und ich kenne genau den richtigen Roboter für diese Aufgabe. Ein paar kleine Anpassungen deiner Sprachbearbeitungsfähigkeit sollten reichen, damit du das Buch dekodieren kannst. Hey, nein, halt, lass mich los! Du hättest mich wenigstens vorher fragen können. Jetzt nur noch auf das Upgrade warten. Heureka! Das Buch scheint eine Anleitung für Rituale zu sein, die vor tausenden von Jahren in Rolling Hills durchgeführt wurden, in der Zeit, als der Schrein auf dem Hügel gebaut wurde. Jedes Ritual muss am Schrein Essen als Opfergabe dargeboten werden. Das Buch beschreibt insgesamt drei Opfergaben, aber ich konnte nur die erste entziffern. Wenn wir das erste Ritual durchführen, könnten wir vielleicht genug Kontext erschließen, um auch die Rest zu entschlüsseln. Mal sehen. Die erste Opfergabe besteht aus einer Sushi-Rolle mit Reis und Nori und einer Gurkenfüllung, genau wie eine Kappa-Rolle. Aber die Gurke hat den Umfang von einem Baumstamm. Vielleicht kann Arman sowas für dich von dem Supermarkt bestellen. Dann fragen wir ihn, aber. OB das WLAN. Absichtlich mal wieder zu viel vorgenommen. Aber du bist bei mir genau richtig. Ich weiß genau, wo man so eine Antenne herbekommt. Das Problem ist nur der Preis. Ich kann die Hälfte übernehmen, aber damit bleiben immer noch 500 Gold, die du irgendwo auftreiben musst. Komm einfach zu mir, wenn du die Bestellung aufgeben willst. Oh je, das ist ganz schön teuer. Aber immerhin übernimmst du die Hälfte. Das ist sehr nett von dir. Andererseits, dein Café profitiert ja auch davon. Ladenbesitzer müssen zusammenhalten. Amen. Wir haben. Ich brauche eine Riesengurke. Die größte Gurke, die du finden kannst. Grün, grün, grün ist alles, was ich mag. Du erzählst Amen von Corgis altem Kochbuch und wie ihr Maya dir geholfen hat, die alten Rituale zu entziffern. Also brauche ich eine Gurke mit dem Umfang eines Baumstamms für die erste Opfergabe. Tut mir leid, Sushi-Bot, aber solche Gurken sind wirklich selten. Damit kann man Preise gewinnen. Ich kann sie also nicht für dich bestellen, aber vielleicht können wir selbst eine züchten. Du brauchst spezielle Gurkensamen, nährstoffreichen Dünger und natürlich ein Beet für den Gemüseanbau. Glücklicherweise habe ich schon die passenden speziellen Gurkensamen. Arman hat Sushi-Bot die speziellen Gurkensamen gegeben. Aber du musst noch nährstoffreichen Dünger und ein Beet für den Gemüseanbau finden. Na gut. Aber erstmal einkaufen. Glitzer. Wolkenkohl. Wolkenkohl Plus verleiht zarten und scharfen Gerichten 15 Erfahrung. Glitzerkohl. Oh, was ist das? Profitrika verleiht luxuriösen Rezepten. Nehme ich. Und hier Tolles? Oh, die Supermuschel. Ach, die sind aber so teuer. Ich glaube, so schlimm ist es noch nicht. So, Zutaten. Der super flauschig weiche Wolkenkohl. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit. Auch 30%. Dann haben wir noch die Profitrika. Ah, die reicht nicht ganz aus. Aber immerhin. Drücke die Taste und wähle Rezept, um alle deine Rezepte zu sehen. Wenn ein Rezept ausgewählt ist und du alle Zutaten hast, die du zum Verbessern brauchst, kannst du auf Quadrat drücken, um sie automatisch zu verwenden. Okay. Luske, Rochei, Verführling, Makrele. Ach, was soll's. Ein Fisch hole ich noch. Den guten Fisch.
60% Wahrscheinlichkeit, dass die Leute mehr bezahlen. Ich bin mir sicher, das ist eine gute Investition. Wie viel bräuchten wir denn, um die nochmal aufzuwerten? 15. Na, da warten wir noch. So. Ah, stimmt, hier ist ja der Garten. Eine Winkelkatze. Maneki-Neko. Effekt profitabel. Profitabel Effekt bekommst du von jedem Gast in deinem Restaurant mehr Geld. Vielleicht. Stehlampe und ein Tisch. Der Tisch ist nicht besonders hübsch. Hallo. Du fragst Fren, ob sie weiß, wo es ein Beet für den Gemüseanbau gibt. Und wo du eine Gurke mit dem Umfang eines Baumstamms züchten kannst. Naja, der Garten neben meiner Werkstatt könnte als Beet für den Gemüseanbau genutzt werden. Ehrlich gesagt habe ich ganz vergessen, dass es den gibt. Er ist bestimmt mit Unkraut überwuchert. Ich mache dir ein Angebot. Für 500 Gold kannst du den Garten nutzen. Das Unkraut gibt sogar kostenlos dazu. Oh je, wir brauchen eine Menge Geld. Aber ich möchte trotzdem diese Katze haben. Dieses Möbelstück lässt die Kasse klingeln. Du verdienst damit Gold, wann immer ein Gast dein Restaurant betritt. Eine Katzenstatue aus Keramik, deren winkende Pfote Glück bringen soll. Hervorragend. So. Da ist noch eine Dose. Kriegen wir auch noch ein bisschen Geld zusammen. In dieser Richtung glitzert es noch. Ach so, ich glaube, ich weiß, warum es glitzert. Aufgaben. Wo wir das WLAN und Wurzeln schlagen. Ich möchte gerne grün. Wir müssen nämlich noch Dünger finden. Geht das zum Café? Ja, es geht zum Café. Maya. Mich ein bisschen wie Willi. Denn ich muss Maya mir helfen. Du fragst Maya, wo du den nährstoffreichen Dünger finden kannst, den du brauchst, um eine Gurke mit dem Umfang eines Baumstamms zu züchten. Wow, wir sind wirklich auf einer Wellenlänge, Sushibot. Ich würde gerne meine eigenen Kaffeebohnen abbauen und arbeite seit kurzem an einer Technik für hyperbeschleunigte Kompostierung. Ich brauche nur 5 Portionen Essensreste für den Kompost. Die kannst du sammeln, indem du da in deinem Restaurant dreckige Tische putzt. Sobald du 5 Portionen Essensreste gesammelt hast, bring sie zu mir. Dann mache ich daraus den nährstoffreichen Dünger für dich. Jemand, der nicht 500 Gold von mir haben will. Juhu! Man muss sich über die kleinen Dinge freuen. So. Bevor ich das jetzt wieder vergesse, möchte ich die Winkelkatze aufstellen. Hier, da steht die ganz toll. Und dann geht's los. Uhu. Ach ja, Aal. Ich habe gar nicht geguckt, ob wir den verbessern können. Naja, gibt's jetzt halt erstmal nur normalen Aal. Hallo. Alle Sonderwünsche hier. Oje, Oma ist noch nicht so weit. Tut mir leid, wir haben nur normalen Aal. Und Fisch. Ah, einmal Regenbogen. Können wir doch gleich nutzen. Okay. Wir brauchen dringend einen weiteren Tisch. Diese
diese Schmutzfinken immer, die ihren Müll überall hinwerfen? Jemand Gurke? Blitzlicht. Wer würde schon nicht gern ein Foto von Sushi-Bot knipsen? Leider wirst du vor lauter Verlegenheit vorübergehend gelähmt, wenn du vom Blitzlicht erwischt wirst. Okay, Fotoverbot im Lokal. Da bin ich zufällig ausgewichen. Aber man kann ja auch mal Glück haben. Luna. Luna, ich weiß, wir machen Sushi. Das ist für dich ganz toll, voll interessant. Aber du bist gerade voll im Weg. Ich sehe überhaupt nichts. Guck mal, jetzt habe ich den Aal genommen anstelle von dem richtigen Gericht. Bin ganz verwirrt. So. Da hüpft hier die Katze durchs Bild. Luna, würdest du bitte von meinem Controller runtergehen? Naja, doch schön, dass die Katze auch mitspielt. So, wer möchte Sushi? Sushi-Bot und Luna sind bereit. Ups. Ach, egal. Dann gibt's jetzt hier einmal süß. Einmal alles. Einmal das. Und ich brauche noch ein Fischgericht. Katze. Na. Musst du jetzt rumrandalieren? Passt überhaupt nicht auf. Macht nichts, der auch nicht. Naja, jetzt liegt wenigstens alles auf dem Fußboden. Dann kann es nicht weiter runterfallen. Ja, nein! Das schöne Essen. Naja, zumindest haben wir gut was verdient. Und wir haben die Essensreste zusammen. Das ist doch auch schön. So, Zutaten. Ha! Das Ei kann man darauf packen. Aber die Zwiebel können wir noch nicht benutzen. Hier gibt es noch eine Dose. Ach ja, wir wollen ja die Essensreste vorbeibringen. Maya! Maya! Du gibst Maya die 5 Portionen Essensreste, um die sie gebeten hat. Fertig. Hier, für dich. Maya hat Sushi-Roboter einen Beutel mit nährstoffreichem Dünger gegeben. Sobald du ein Beet für den Gemüseanbau gefunden hast, kannst du den Dünger in der Erde einarbeiten. Dann haben Samen alles, was sie brauchen. So, ich weiß, ich hätte eigentlich genug Geld, aber ich brauche dringend einen neuen Tisch. Wenn der Tisch nicht total doof aussieht, dann kaufe ich erst einen neuen Tisch und noch ein bisschen Zutaten. Und dann machen wir das mit dem Gurken am nächsten Tag. Also dem Gurkenanbau. Der ist doch ganz süß. Ja. Hervorragend. So. Bevor ich es vergesse,
Und ein weiterer Tisch. Komme ich hier noch gut vorbei? Ja. Muss nur aufpassen, dass ich nicht außer dem falschen Gast das richtige Gericht an den falschen Gast bringe. In Eile. Beim Ansehen einer Zutat die Taste drücken, um es sofort zu kaufen. Dies ist nur verfügbar, wenn du genug Geld hast. Ja, das möchte ich kaufen. Und hier ist noch ein lustiger Leuchtepilz. Herzhaft habe ich jetzt ja auch. Kaufen. Danke. Und was ist? Hier gibt es wieder Profitrika. Nehme ich. So. Das Ei. Packen wir da drauf. Dafür, dass die Gäste mehr satt sind. Den Pilz können wir auch da drauf packen. Und die Profitrika sorgt dafür, dass das zu 80% mehr Geld kostet. Was haben wir denn? Da fehlen noch 15. Wir haben immer noch keine super tollen, also wir haben keine tollen süßen Beeren. Braucht auch mehr. Der braucht noch 10 bis zur nächsten Stufe. 15, 15. Ich glaube, wir warten trotzdem, bis wir wieder tolle Leuchtezutaten bekommen haben. Da kriegt man einfach mehr für sein Geld und es ist jetzt nicht, dass wir Probleme haben. Wir haben jetzt ja unseren Aal verbessert. Und wir haben noch ein bisschen Geld in der Reserve. Das heißt, hoffentlich können wir dann am nächsten Tag uns die Sachen kaufen, die wir brauchen. So. Und Restaurant öffnen. Diesmal mit mehr Konzentration, weil ohne Katze. Nur mit Glückskatze, die ist in Ordnung. Was darf es denn sein? Gurke haben wir. Nicht überteuerten Fisch haben wir. Der ist super, der ist seinen Preis absolut wert. Luxus kostet halt Geld. Ey! Und einmal Aal. Ah, wir haben wieder einen Joker. Hui. Süß. Bitteschön. Und nochmal süß. Wie wär's jetzt mit Fisch oder Aal? Ganz lecker, frisch zubereitet. Ah. Na gut, dann putze ich eben. Hallo! Willkommen im Sushi-Laden! Du kriegst also den Joker. Einmal Fisch. Guten Morgen! Und ich möchte putzen. Hallo? Putzen. Ach, jetzt. Und hier? Was Süßes. Und hier auch was Süßes. Ich glaube, wir haben da einen Stern abgezogen bekommen, weil wir vom Fisch weggegangen sind, ohne zu putzen. Kommen wir noch Gäste? Ja, wir bekommen noch Gäste. Das ist auch gut so, sonst wäre das nämlich zu wenig gewesen für den Garten. Und den Fisch.
Beliebtheitsgrenze. Wie es scheint, hast du mit deinem Restaurant die höchste aktuell mögliche Beliebtheit erreicht. Mache Fortschritte in der Geschichte von Bowling Hills, um die Grenze zu erhöhen. Ja, okay. Und neu. Nein! Das da! Bitte keine Fotos im Restaurant. Dankeschön! Bitteschön! Fisch! Und noch mehr Fisch. Salat habe ich gerade nicht. So. Nein, das da. Puh, da haben wir auf jeden Fall gut Geld verdient. Darf es noch was sein? Eine Früchterolle zum Nachtisch? Nein? Na gut. Komm bald wieder. Okay, war wohl nicht so schlimm mit dem Schmutzig. Okay. Dann war's das aber erstmal für heute. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann und schauen, wie es mit dem Garten weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.